Irgendwo da? Nee. Was hier? Hab ich das jetzt? Ja, hab ich. So, dann dieser Pflanzenfresser. Ist noch gar nicht auf dem Radar. Ich fliege mal kurz ein bisschen rum. Ah ja. Ich bin begeistert. Ah, jetzt. Scheint es nicht so oft hier zu geben. Oh, wie niedlich. Hasen. Und dieser Fleischfresser. Da hinten. War's das jetzt? Ja, ich habe alles. Okay, dann können wir wieder von hier verschwinden. Wir haben unser solche getan. Ich will nochmal kurz... Ging nicht, okay. Ich wollte mich nur nochmal überzeugen, dass wir von unserem eigenen Reich tatsächlich keine Verbündeten mitnehmen können. So, da wir jetzt ja... Wir haben jetzt ja wieder eine Handelsroute offen, sozusagen. Wer wart ihr? Ich möchte kurz gucken. Ich hatte ja noch ein Reich, mit dem hatten wir angefangen. Wir machen mit. Hör auf, so laute Fietschgeräusche zu machen, die tun echt weh. Nein. Wie wär's mit einer Handelsroute? Seine große Erleuchtung, das Superzauberer Pflarp. Begrüßt deinen Vorschlag. Wir schicken unsere Schiffe. Dankeschön. Bekomme ich von euch ein Schiff? Kann ich gar nicht fragen. Ja, ist gut. Hör auf mit diesen Geräuschen. Das ist schrecklich. Wabbelreich? Wabbelreich, okay. Nein, dann brauche ich mit euch ja gar nicht reden. Wir haben jetzt erstmal eine Handels... Hier haben wir wieder... Wo ist denn das? Da hinten? Ja. Die haben ein Problem mit ihrem Ökosystem. Wir eilen, wir eilen. Oh, Berühmtheit, Kartoffel ist Grünfluss. Hilfe, Hilfe! Unser Ökosystem auf dem Planeten Verert ist in großer Gefahr. Ein Virus breitet sich in unserer wilden Hundeaffenherde aus. Die infizierten Tiere müssen eliminiert werden. Kein Problem, das mache ich lieben gern. Weil es mir ja auch nützt, wenn ihr glücklich seid. So, die Hundeaffenherde. Wo ist sie denn? Das ist nicht so präzise wie das andere. Hat aber trotzdem getroffen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich den nehme. Der ist präziser. Das andere macht, glaube ich, auch ein bisschen Flächenschaden. War es das? Ökosystemretter? Ökoheld. Schön. An dem Mega-Laser freigeschaltet. Danke für deine Hilfe. Ich wette, das hätten wir ohne dich nicht geschafft. Und ich wette wirklich nicht oft. Wir sind Marktopportunisten, keine Spieler. So, kurz gucken. Nein, ihr lohnt sich nichts. Sanna, wo super salzig. So, Mission, was hast du denn so für mich? Oh, kein Angebot. Na gut. Dann halt nicht. Dann verschwinde ich wieder von hier. Wir müssen noch nach Hause zurück, sehe ich gerade, um die Mission abzuschließen. Das machen wir jetzt mal. Zu Hause ist da. Hallo zu Hause. Schön, dich wiederzusehen. So. Gut gemacht. 7 Sterne tragen jetzt den Namen der Kartoffus Gryphus Spezies. Ein interstellares Reich, das Respekt verdient. Aber... Dabei dürfen wir es nicht belassen. Es gibt noch so viel zu erforschen. Denkt nur an die vielen Reiche, die wir noch nicht kennen. Wir wissen auch immer noch nicht, was im Zentrum der Galaxie vor sich geht. Das Ziel, 7 Sterne zu kolonisieren, ist erreicht. Jetzt ist es deine Entscheidung, wie es weitergeht. Juppie! Bevor ich gehe. Aufladen. Handeln. Was hast du denn für Mission?
Captain ist unbedingt nur... Nein, ich glaube, ich mache die Mission lieber bei anderen Stämmen. Die funken schon wieder an. Unsere Strategen sind nervös. Sie haben Gerüchte über die Crocs gehört und fürchten nun, dass wir auf eine Auseinandersetzung... dass wir auf eine Auseinandersetzung zusteuern. Vermutlich haben sie recht. Du hast bei der Erweiterung unseres Reichs großartige Arbeit geleistet, aber für einen interstellaren Krieg gegen die Crocs sind wir einfach nicht gerüstet. Unsere Wirtschaft ist zu schwach, und um ihn zu finanzieren, und außerdem fehlt es uns an militärischer Schlagkraft. Wir brauchen Verbündete. Erzähl mir mehr darüber, das ist, wie sage ich, faszinierend. Also gut, es wird Zeit für Verhandlungen. Besuche Sternsysteme, die von unserem Reich kontrolliert werden. Und frage über deinen Kommunikationsbildschirm an, ob sie ein Bündnis wollen. Anfangs lehnen vielleicht ab, aber du darfst nicht aufgeben. Tu dein Möglichstes, um die Herzen und Gehirne anderer Spezies für dich einzunehmen. Wir brauchen mindestens zwei andere Reiche auf unserer Seite. Du hast dafür gesorgt, dass wir gewachsen sind. Kümmere dich ab jetzt um unsere Diplomatie. Flieg geht durch die Galaxie und schmiede zwei Bündnisse, okay? Danke, Captain. Das Schicksal der gesamten Kartoffus-Krufus-Reiches ruht auf deinen Schultern. Okay, ich bin einmal weg. Jetzt sollen wir also ein Bündnis eingehen. Ich bin ja stark dafür, wir gehen mit einem von denen ein Bündnis ein. Vielleicht mit einem Reich, mit dem wir... Ah, da kann ich lang. Hier können wir mal kurz Gewürze einsammeln. Ach, die werden eh zum Hauptplanet geliefert. Okay. So, ich bin dafür, wir gehen mit denen hier einfach mal als ein Bündnis ein, wenn es geht. So, reinzoomen. Vielleicht möchten die auch erstmal was abkaufen. Hallo. Guten Tag. Kaufen. Ah, sehr schön. So, und das kannst du auch haben. Ja, Matsukina. So, wie sieht's denn aus? Ach, wir haben schon ein Bündnis. Na dann. Leb wohl. Ach ja, hier nur noch ein weiteres Bündnis. Ihr gehört schon uns. Okay, ich möchte gerne eine andere Spezies als die, mit der wir schon die ganze Zeit... Ist das nicht unser Planet? Ach so, mit dem haben die jetzt ein Bündnis. Also eine Handelsroute. Ach so. Wie wäre es, wenn wir mit euch ein Bündnis eingehen? Ihr gehört ja zu dieser komischen... Wie ist das? Zum Wappel. Genau, zum Wappelreich. Ach, diese Geräusche von dem, die gefallen mir überhaupt nicht. Wie geht es dir, Freund Berühmtheit? Sollen wir dein Yin und Yang ins Gleichgewicht bringen? Ich möchte eigentlich ein Bündnis. Es heißt ja, der Mond von... Oh, hör auf mit diesen Geräuschen, die sind grauenhaft. Also okay, der möchte noch mehr in uns vertrauen können. Eine außerirdische Spezies greift unsere Welten an. Wir schicken ihnen Wellen des Friedens, aber es funktioniert nicht. Jemand in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Kannst du ihnen das beibringen? Wo finde ich diese Hundesöhne? Unserem Gefühl nach erstickt die Welt auf Xavin im MiG-32-System an der Verschandelung durch viele Städte. Die Bewohner wären vielleicht weniger kriegslüstern, wenn sie in der freien Natur leben würden. Als zerstöre oder erobere bitte sämtliche Städte. Dort. Okay, ich mach das, mein Freund. Bekomme ich ein Schiff von dir? Nö. Wir sind noch nicht freundlich genug. Hör auf mit diesen Geräuschen, die sind so grauenhaft. Aber ich muss mal kurz gucken, ob der was abkaufen will. Ne, wahrscheinlich nicht. Der wohnt auf einem gelben Planeten, also will der nichts abkaufen. Ach, die. Na, das sind ja auch meine besten Freunde. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich möchte vorher aufladen. Grauenhafte Geräusche. Was können wir denn noch so bei dir kaufen? Nichts zum Angreifen, wenn ich das richtig sehe. Okay.
So, mach's gut. Hör auf mit diesen Geräuschen. Ach, ich weiß nicht, ob wir das wirklich schaffen können. Weil wir wollten schon mal irgendeinen Planeten von hier angreifen und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, hier gab es ziemlich viele. Obwohl, ein T0-Planet, da können gar nicht so viele sein. Eigentlich. Eine. Na dann. Sollte schaffbar sein. Es geht echt sehr schnell. Ich bin erstaunt. So, wir haben die einfach mal schnell zerstört. Eigentlich wollte ich die einnehmen, aber okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das letzte Schiff wird wahrscheinlich gerade abrücken. Nein, ich wollte doch... So. Nein, flieg nicht weg. Mist. Was hier, finde ich das wieder? Da liegt noch was. Nein, Mist. Ich merke das immer nicht, ob wir das schon eingesaugt haben. So, jetzt. Irgendwas ist hier noch. Halt. Es wird ein Artefakt sein. Ach da. Ganz klein und unschuldig. Du hast der Oberkörper von kleinen Lee gefunden. Aus der Sammlung von 10 seltenen irgendwas. Wir haben noch eine Kolonie dabei. Wir werden hier jetzt eine hingründen. Einfach aus Trotz. Piu. Auch wenn das hier noch überhaupt nicht lebensfähig ist. Aber damit das Killnersreich weiß, hier sind wir. Ach, wir können auch noch nichts bauen. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Wir bräuchten mehr Atmosphäre. Ich guck mal schnell, ob ich irgendwo billige Atmosphäre kaufen kann. Und vielleicht noch ein bisschen Temperatur. Atmosphäre und Temperatur. Das sollte doch zu finden sein. Wie sieht's hier aus? Ich hätte nämlich echt ungern, dass das Killnersreich wiederkommt und sich den Planeten einfach wiederholt. Guten Tag. Wie sieht's aus? Temperatur und Atmosphäre. Teuer. Ziemlich teuer. Alles können. Warum? Ich hätte gerne manchmal eine Erklärung, warum wir das bekommen haben. So, das gehört jetzt zu uns. Sehr schön. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht. Wobei es wahrscheinlich immer noch zu kalt sein wird, glaube ich. Natürlich, Per 2 wird schon wieder angegriffen. Warum? Geht das nicht? Ach so, das ist cool. Wow, ich bin begeistert, aber es wird hier gerade kühler. Und kostet extrem viel Energie. Das ist ja cool, jetzt haben wir das immer. Das ist... Guten Tag. Das ist super. Okay. Das muss ich mir merken. Diese Dinger sollten wir uns unbedingt kaufen. So können wir die Planeten viel besser verbessern. So, Per 2 wird wieder einmal angegriffen. Per 2 liegt wo? Mittlerweile blicke ich selbst nicht mehr durch. Hier, oder? Ihr braucht sofort Hilfe. Ja, das ist Per 2. Und wetten, es sind wieder die Killners. Also ich meine, wer soll es sonst sein? Aber hier ist ja gute Verteidigung. Was war's? So. Dass sie es auch immer wieder versuchen. Schrecklich. Ihr seid echt wie so eine Pest. War's das?
Ich weiß nicht genau. Ich sammle erstmal auf.